Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video soll es um die Rauhnächte gehen. Ich bin im letzten Jahr, habe ich schon mal so ab und zu was von den Rauhnächten gehört, aber da war ich einfach noch nicht so weit, dass ich mich dann näher damit auseinandergesetzt habe. Und in diesem Jahr war es dann tatsächlich so weit. Und ich habe jetzt hier ganz, ganz viele Notizen vor mir liegen, was ich euch gerne erzählen möchte. Also ich muss da tatsächlich auch immer wieder drauf schauen, weil das ist etwas, ich habe mich hingesetzt. Ich habe mir das halt angesehen, ich habe mir Videos angeguckt, ich habe ganz viel dazu gelesen und habe das jetzt so ein bisschen komprimiert zusammengefasst für mich und auch für euch. Ich möchte das nämlich gerne mit euch teilen. Und zwar die Rauhnächte sind die magischsten Tage im Jahr und die fangen an am 25.12. und gehen dann bis zum 6.1. Das sind 12 Tage und stehen für die 12 Monate im neuen Jahr. Und das ist die Zeit des Nach-Innen-Gehens. Ich glaube, das kennen viele, dass man so im Dezember so das Jahr reflektiert und so ein bisschen über Wünsche und Ziele fürs neue Jahr nachdenkt. Und das ist einfach jetzt nochmal ein bisschen eine intensivere Form davon, würde ich sagen. Und es geht halt darum, wie möchtest du das neue Jahr erleben? Also wie möchtest du es haben? Wie möchtest du eventuell noch vergeben aus dem alten Jahr? Welche inneren Konflikte möchtest du noch bereinigen? Also ja, was ich schon mal in einem Real Talk Video gesagt habe, also dass man diese alten Belastungen einfach nicht mitnimmt. Wie kannst du auch gut zu dir sein? Und da muss man einfach so seinen eigenen Weg für sich finden, was man da auch einfach tun kann. Also es gibt verschiedene Rituale in den Rauhnächten. Ich stelle euch jetzt die vor, die ich am wenigsten esoterisch finde und die ich selber auch umsetzen werde. Und zwar das eine ist 13 Wünsche für das neue Jahr. Also man macht kleine Zettelchen und schreibt 13 Wünsche fürs neue Jahr auf. Die formuliert man positiv und in der Gegenwart. Und faltet dann die kleinen Zettelchen und macht die in eine Box oder in ein Glas oder in eine Schachtel irgendwo rein. Da kann man schon mal ein wunderschönes Ritual mal einen Abend draus machen, sich die Zeit zu nehmen, diese 13 Wünsche aufzuschreiben. Und dann nimmt man zu jeder Rauhnacht, also es startet quasi am 25.12., einen von diesen Zetteln daraus, macht den nicht auf, also man hält den geschlossen, hält den in der Hand, wird dann still, geht dann einfach in sich, so einen kleinen meditativen Zustand. Und dann übergibt man einfach diesen Wunsch ans Universum, indem man ihn verbrennt. Also ihr habt vorhin nicht nochmal gelesen, um welchen Wunsch es sich handelt. Ihr übergebt den einfach nur und lasst die Magie wirken. Ich versuche es so wenig wie möglich esoterisch wirken zu lassen. So, und man hat ja aber 13 Wünsche und nur 12 Nächte. Das heißt, ein Wunsch bleibt übrig. Und den darf man dann tatsächlich auch öffnen und lesen. Und das ist der Wunsch, für den du selbst zuständig bist. Also um den du dich selbst kümmern musst, dass der auch in Erfüllung geht. Was man auch noch machen kann zu den Rauhnächten, ist, dass man 12 Zettelchen schreibt. Und da stehen halt Ziele, Vorhaben und Wünsche drauf. Und in jeder Rauhnacht zieht man einen Zettel und kann den dann den entsprechenden Monat zuordnen. Also in der ersten Rauhnacht ziehe ich einen Zettel und das ist mein Ziel, mein Wunsch für den Januar. Und dann schreibe ich mir das vielleicht nochmal irgendwo hin oder klebe diese Zettelchen dann auf zu den entsprechenden Monaten und weiß, okay, in welchem Monat möchte ich mich um welches Ziel, um welchen Wunsch von mir kümmern? Und dann bekommt auch jeder Monat irgendwie so einen gewissen Rahmen, weil ich kenne das selber. Man steht dann vor seinen zigtausend Wünschen und Zielen fürs neue Jahr und denkt so, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles umsetzen? Aber so hat man dann jeden Monat, der sich dann auf ein Thema, auf ein Ziel, auf einen Wunsch einfach fokussiert. Und dann finde ich das einfach ein bisschen übersichtlicher und es wirkt dann einfach auch wirklich machbar. Die Vorbereitung für die Rauhnächte, die geht am 21.12. los. Und das ist ja tatsächlich auch schon bald, das steht dann auch für mich an. Und da schreibt man dann zum einen entweder halt diese 13 Wünsche oder auch die 12 Zettelchen. Man kann auch einfach sich nur hinsetzen am 21.12. und eine Wunschliste für das neue Jahr schreiben. Ich finde es halt schon schön, sich einfach mal zu öffnen für persönliche Wünsche und Ziele, die ich als Frau, ich als eigenständige Persönlichkeit einfach auch habe. Wir nehmen uns doch sonst nie die Zeit dafür. Da denkt man nur mal so, ach, ich würde gern mal dahin fahren. Ich würde gern mal das machen, das erleben, das erreichen. Aber dass man sich so wirklich mal hinsetzt und das tatsächlich auch aufschreibt, das macht man halt wirklich viel zu selten. Man kann auch in dieser Vorbereitung auf die Rauhnächte am 21.12. auf einen Zettel alle Ängste und alle Befürchtungen, die man so hat, aufschreiben.
Und dann bittet man um Erlösung, also dass man das loslassen kann und verbrennt dann diesen Zettel tatsächlich auch. Genau. Und das macht man halt am 21.12. bereits. Und dann geht es halt los mit den Rauhnächten. Und die habe ich mir jetzt alle 12 nochmal vorgenommen. Und erzähle euch jetzt nochmal was zu den einzelnen Rauhnächten. Die erste Rauhnacht ist ja vom 24. auf den 25.12. Und diese erste Rauhnacht steht für den Januar und bildet die Basis. Und da könnte man sich zum Beispiel die Frage stellen in dieser ersten Rauhnacht: Welche Aspekte in deinem Leben benötigen Heilung? Also um welche Aspekte in deinem Leben musst du dich kümmern, damit es dir besser gehen kann? Und das einfach mal aufzuschreiben, sich dem einfach mal bewusst zu werden. Die zweite Rauhnacht ist ja da natürlich vom 25. auf den 26. und steht für den Februar und steht für das höhere Selbst und die innere Führung. Und da kann man sich dann die Frage stellen, was sind deine Ziele fürs neue Jahr? Also das werde ich dann zum Beispiel in jeder Rauhnacht tun. Also sowohl die Wünsche verbrennen, als auch die Ziele auf die Monate zuordnen und mir dann diese Fragen einfach nochmal stellen und da drüber schreiben. Jetzt klingelt es natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn los hier? Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Kommt wahrscheinlich ein Paket. So, also dieser Bofrostmann, der geht mir tatsächlich tierisch auf die Ketten. Also, wir sind bei der dritten Rauhnacht angekommen. Vom 26. auf den 27. steht natürlich für den März, für die Herzöffnung. Und da kann man sich zum Beispiel die Fragen stellen, was tust du gerne und was tut dir so richtig gut? Um einfach mal aufzuschreiben, was sind die Dinge in meinem Leben, die mir so richtig gut tun, wovon man einfach auch mehr tun sollte. Dann die Nacht vom 27. auf den 28. steht für den April, steht für Auflösung und Transformation. Also aufzuschreiben, was ist in diesem Jahr nicht so gut gelaufen. Also sich das halt einfach auch nochmal bewusst zu machen. Dann kommt die Nacht vom 28. auf den 29. für den Mai. Und diese Nacht steht für die Freundschaft. Und da kann man sich die Fragen stellen, zum Beispiel, welche Freunde hast du in deinem Leben, auf die du wirklich zählen kannst? Bist du deine beste Freundin? Also behandelst du dich auch so, wie man eine beste Freundin behandelt? Welche Leistungen hast du in diesem Jahr vollbracht? Auch das sich mal bewusst zu machen, was man alles geleistet hat. Und gibt es etwas, das du dir bisher nicht vergeben konntest? Also das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, nicht nur anderen Personen vergeben, sondern auch mir selbst. Dinge, wo ich sage, boah, das war echt scheiße, das hast du nicht gut gemacht. Sich das einfach zu vergeben. Dann kommt die Nacht vom 29. auf den 30. steht für den Juni und steht für Bereinigung. Also was möchtest du im alten Jahr zurücklassen? Das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Aspekt. Darüber habe ich ja auch schon mal in einem Video gesprochen. Was wollen wir zurücklassen? Was wollen wir nicht ins neue Jahr mitnehmen? Die nächste Nacht ist dann die vom 30. auf den 31. steht für den Juli. Und sich auf das kommende vorbereiten ist hier das Thema. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwie sich eine Frage zu stellen oder so, sondern in dieser Nacht sollte man duschen oder baden, in der Absicht, alles loszulassen. So ein ganz simples Ritual, aber mal ganz bei sich sein und zu duschen oder zu baden, in der Absicht, alles loszulassen. Und mehr sollst du in dieser Nacht gar nicht tun. Dann kommt Silvester, also 31.12. auf den 1.1. und es steht dann für den August und für die Geburt des neuen Jahres. Und an diesem Tag sollte man Glücksbringer verschenken, also die Menschen, die man liebt. Und ihnen einfach viel Glück fürs neue Jahr wünschen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Sache. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also mein Opa verschenkt immer solche kleinen Pflanztöpfchen. Da ist meistens irgendwie ein Schweinchen dran oder ein Schornsteinfeger. Und dann ist da ein Pflänzchen zum Beispiel drin. Was gibt es denn noch für schöne, tolle Glücksbringer? Weil ich bin da tatsächlich noch auf der Suche. Dann kommt die Nacht 1. auf 2.1. steht für den September für Gold und Segenslicht. Da sollte man eine Kerze anzünden, sich mit diesem Licht verbinden. Also das heißt, man schaut die Flammenkerze an, konzentriert sich darauf, geht da auch so in so einen kleinen meditativen Zustand und stellt sich vor, wie das goldene Segenslicht in allen kommenden 12 Monate fließt und sie erleuchtet. Es ist einfach nur so eine Visualisierung. Dann kommt 2. auf den 3.1. steht für den Oktober für Visionen und die göttliche Verbindung.
Und da stellt man sich jetzt die Fragen, wie setzt du deine Gedanken und Worte ein? Also wie sprichst du mit dir selbst? Wie sprichst du mit anderen? Sind deine Gedanken eher positiv oder sind sie negativ? Wofür nutzt du deine Zeit und Energie? Auch sehr, sehr interessant. Und welche Situationen möchtest du gerne gleich verändern? Also die so richtig stark belastend sind. Was ist etwas, was du gleich verändern möchtest? Dann kommt die vorletzte Rauhnacht vom 3. auf den 4.1. und steht natürlich für den November. Und hier ist jetzt nochmal ganz groß das Thema Loslassen und sich verabschieden. Also was möchtest du in deinem Leben erreichen? Was sind deine Ziele? Nochmal ganz konkret. Und was ist das Ziel deines Lebens, dein Lebensplan? Da gibt es auch ganz, ganz tolle Blogbeiträge und sowas zum Lebensplan. Da könnt ihr auch nochmal gucken, wenn euch das interessiert. Und dann kommt die letzte Rauhnacht vom 4. auf den 5.1. steht natürlich für den Dezember und ist die Nacht der Wunder. Fand ich auch super schön. Und da ist es jetzt Dinge, die unschön verlaufen sind, kann man jetzt bereinigen. Und da gibt es ja nochmal so verschiedene Dinge, die man tun kann, um Altes loszulassen, um sich zu versöhnen. Da muss man dann einfach auf die jeweilige Situation schauen, ob man das einfach durch eine Meditation macht, ob man das macht, indem man einen Brief schreibt oder ob man wirklich nochmal in Kontakt mit der Person tritt, um einfach vielleicht noch offene Konflikte oder was auch immer zu bereinigen. Das ist jetzt alles, was ich so zu den Rauhnächten recherchiert habe. Und auch, was ich selbst tun werde. Das heißt, am 21.12. werde ich halt, wie gesagt, alles schon mal vorbereiten. Da nehme ich mir ganz viel Zeit. Und da nehme ich mir in jeder Nacht halt wirklich, in jeder Nacht, aber halt zum Abend hin auch nochmal Zeit. Und das sind, wenn ihr zum Beispiel wirklich nur das mit den 13 Wünschen macht, ist es wirklich nur diesen einen Wunsch nochmal. Das sind 2 Minuten, die ihr investiert. Oder wenn ihr euch die Fragen stellt, das sind vielleicht 10, 20 Minuten. Also ich bin ja auch während der Rauhnächte oder während einem Teil der Rauhnächte nicht zu Hause. Und selbst da werde ich dann gucken, dass ich da ein bisschen Ruhe für mich finde und da nochmal ein bisschen was machen kann. Und an manchen Rauhnächten duscht man ja auch einfach nur oder verschenkt Glücksbringer. Genau, ihr habt ja jetzt noch ein bisschen Zeit, euch da vielleicht nochmal mit auseinanderzusetzen, euch zu überlegen, wollt ihr das gerne mitmachen, dann schreibt mir super gerne mal in den Kommentaren, seid ihr dabei, werdet ihr dieses Jahr auch mal die Rauhnächte nutzen, was von dem, was ich euch gerade erzählt habe, werdet ihr für euch umsetzen und könnt ihr dann auch gerne immer wieder in einem Video nachschauen, okay, zu welcher Rauhnacht muss ich jetzt was machen. Ich werde das tatsächlich tun, bei Instagram zu jeder Rauhnacht immer noch mal jeden Tag was zu schreiben. Also was ist die Frage, die man sich stellt? Was ist die Tätigkeit, die man macht? Und was habe ich so vielleicht erlebt oder was ist bei mir passiert? Das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun und könnt da mit mir zusammen einfach auch die Rauhnächte begehen und das mit mir zusammen erleben. Das ist, wie gesagt, auch für mich das erste Jahr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich aber auch drauf. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt und werde mich auch jetzt die nächsten Tage schon so ein bisschen auch an die Vorbereitung setzen, dass ich mich mal wirklich damit auseinandersetze, wem möchte ich alles ein Glücksbringer schenken und dann auch dementsprechend was besorge. Und dann halt auch, ne, ich habe halt so ein schönes Journaling-Buch und mir meine Zettelchen vorbereiten und das alles halt schön machen. Genau. So, das war's. Bin gespannt, wie lange dieses Video geworden ist. Hab sehr, sehr viel geredet. und bin jetzt gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr auch tatsächlich schon mal die Rauhnächte begangen. Dann schreibt mir das super gerne mal. Das würde mich richtig interessieren. Jemand, der das vielleicht schon mal gemacht hat, vielleicht auch schon ein paar Mal gemacht hat, wie da so eure Erfahrungen sind. Von daher freue ich mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.